Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Summer Car, dem Finnland-Simulator. Ja, die Kerl sieht einfach geil aus, ey, wenn man rauskommt aus seinem Haus und die gleich so sieht. Was für geile Tiefbett-Chromfelgen und so. Ist egal. Wir wollten heute weiterbauen. Da waren wir ja letzte Folge stehen geblieben. Oh man, das Ding ist immer noch total verbeult, ey. Was ja leider ein bisschen schade ist, aber was willst du machen? Wir bauen heute weiter. Damit wir die Karre irgendwann mal zusammenkriegen. Was hatten wir als letztes hier? Ach ja, die Kraftstoffpumpe. Die ja irgendwo nicht hinten an den Tank sollte angeblich. Gehört die denn hier vorne irgendwo hin? Ey, weil ich bin echt überfragt, wo die hin soll. Die muss ja an Vergaser gehen, auf jeden Fall. Der ja unter dem Luftfilter da ist. Die Leitung, meine ich. Obwohl, nee, die Leitung. Kraftstofffilter muss ja auch noch dazwischen. Oh. Also ich würde die... Hey, die sind ja Löcher. Ich würde die irgendwo hier an den Tank ranbasteln, ey. Wieso ruckelt denn das also? Okay, Kraftstoffpumpe. Bin ich leider noch ein bisschen überfragt. Gucken wir mal nach dem Filter. Der muss ja auf jeden Fall irgendwie an Vergaser ran. Also zumindest der eine Schlauch vielleicht. Kann man ihn da irgendwie an Dings dann? Ey, da war ein Dings, da war ein Dings. Na komm, ich muss ans Telefon gehen. Junge! Achso, Airfilter war das andere. Ja, ich komm schon. Was ist los? Aber das hast du uns doch schon ein paar Mal erzählt, Junge. Und deswegen bin ich jetzt extra dahin gerannt. Ja, er sagt halt immer noch, ey, die Teile sind da und da. Das ist das Ding. Der geht einfach hier vorne hin. An irgendwas, wo noch gar kein Teil dran ist. Hä? Wieso nicht? Was gehört denn daran? Der Krümmer und der Vergaser sind beides auf dieser Seite. Was gehört denn da? Ach, der Auspuff, wa? Nee, der gehört ja an Krümmer, ich Idiot. Was gehört denn da ran? Hä? Egal, auf jeden Fall ist das Ding fest. Nehmen wir das einfach mal so hin. Ist das da eine Schraube? Könnte sein, ne? Probieren wir mal aus. 3 ist immer gut. Zwei. Eins wird es kaum sein, aber wir probieren es mal aus. So, was sollen wir in der nächsten Folge machen? Das würde mich mal interessieren, ne? Wenn, ich würde euch gerne abstimmen lassen. Ah, hier ist eine Schraube, siehst du? Super. Es gucken ja nun tatsächlich echt viele das Let's Play. Und ich würde gerne euch abstimmen lassen, was wir in der nächsten Folge dann machen wollen. Sollen wir weiter am Auto bauen? Gefällt mir tatsächlich echt gut. Oder sollen wir losgehen und das Holz wegbringen? Zu diesem blauen Haus. Ach, die kommt daran. Da ist die Pumpe. Die geht zum Vergaser, okay. Und dann geht der Schlauch bis zum Pinoggel. Und dann müsste von da eigentlich noch ein Schlauch gehen hinten zum Tank. Aber wir haben keinen Schlauch. Na gut. Wird schon laufen. Das Ding ist, was müssen wir da festschrauben?
Und wie vor allem? Ich sehe da nirgendwo eine Schraube. Ey! Ja gut, hier sind zwei Stehbolzen, da werden noch die Schrauben sein. Nimm mal Wodder. Und wieder ran dübeln, du. Und dann, pass auf, ist das richtig hier? So irgendwo? Nee? Dann nimm eine kleinere. Hier, drei. Drei ist immer gut. Habe ich schon mal erwähnt, oder? Ach komm. Ja. Sag ich doch. Und hier dann auch. Ja, die beiden Stehbolzen müssen jetzt die Leitung hier noch. Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, man sieht aber auch nichts. Komm, wird schon laufen. Ja gut, haben wir das ja auch drin. Aber der Schlauch vom Filter bis zum Tank, ey, der ist doch gar nicht da, oder? Was haben wir hier noch? Antriebswellen, leicht deformierte Scheibe, eine Radkappe, Stoßstange, Kühlergrill, den ganzen anderen Müll hier, Handbremse, Auspuff und Schaltgestänge. Ja. Da oben liegt nichts, ne? Nö. Ja, dann muss das wohl so. Was mich jetzt interessieren würde, ist die Antriebswellen. Ich habe die letztes Mal nicht reingekriegt, ich habe es ja schon mal versucht. Muss ich tatsächlich den Reifen vorne abnehmen? Ah, muss die Antriebswelle ja eigentlich festziehen. Nicht nur am Getriebe, sondern auch vorne, wo der Reifen ankommt. Ja, lass mich raten, wird nichts. Und, ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr ungut. Hey. Ach komm. Ja, wenn das jetzt noch hält. Ich glaube nochmal wüsste, welcher das war. Der schon mal nicht. Ja, sehr gut. Wir probieren das jetzt einfach mal, ob wir die Antriebswelle dann dran kriegen. Eigentlich. Hä, was ist das Auto jetzt runtergefallen? Wie ist die Schraube denn? Naja, da kommt die Antriebswelle auf jeden Fall rein eigentlich. Also von hinten natürlich. Wollen wir mal gucken. Beides gleich, okay. Die wird jetzt eigentlich so da reingefummelt. Also das Stück kommt da ran, ans Getriebe. Und die kommt hier ran. Eigentlich. Aber es läuft nicht. Wieso läuft es nicht? Muss ich tatsächlich noch ein Teil mehr abnehmen? Ha. Wenn ich den Bremsscheiß wieder abnehme, muss ich auch die Leitung wieder abnehmen, oder nicht? Das können die mir doch jetzt nicht antun. Ich mach mal die Schraube los hier. Das ist eigentlich immer ein großer. So.
Wo ist das Ding denn jetzt? Hammer hart, ey. Nein, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, ist logisch. Wackel mit der Welle. Passt immer noch nicht rein. Jetzt ist das Auto schon wieder... Oh mein Gott, ey. Womit habe ich das verdient, du? Ganz ehrlich, ich habe doch nichts gemacht. Ja, man versucht das von draußen, von unten. Ja, jetzt bin ich halb im Auto drin. Das kannst du auch knicken. Ich habe keine Ahnung, wie man da die Antriebswellen einbauen soll. Sehr nice. Ja, weiß das vielleicht von euch einer, wie man da eine Antriebswelle reinkriegt? Ich bin völlig überfracht. Ich finde es auch ein bisschen scheiße, dass die Karre jetzt schon wieder da drin liegt. Weißt du? Jetzt müssen wir die wieder rausziehen hier, ey. Ach, Mann. Komm, bauen wir mal eine Handbremse ein. Vielleicht kriege ich das ja auf die Reihe. Ich wage es aber zu bezweifeln, Alter. Komm ich da jetzt überhaupt noch rein? Moin. Also die würde ich so... Ach, guck mal. Da sagt er tatsächlich, jo, stimmt, stimmt. Nehmen wir den ganzen Kraftkoffer mit hier. Ja, komm, schummel dich rein. Ja, super. Oh nein, ich will den Koffer noch sehen. Hey. Ist leicht verbuggt hier. Das ist ein Pudding-Auto. Es halt, lässt halt schwere Sachen durch. Die gehen da drin unter. Ach komm. Super, die ist schon mal fest. Unten müssen wir wohl auf jeden Fall auch noch das Handbremsteil befestigen. Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. So, wieder ein Teil mehr drin. Das Handbremsseil geht ja hier rein. Und da rein. Was ist da denn nur hier, du? Vom Tanken noch oder was? Wie sind die Schrauben hier raus? Oder sieht es nur so aus? Ah, guck da. Da ist die Schraube. Um das zu verbinden. Aber ist natürlich das falsche Werkzeug. Man, gut. Wo ist der Koffer? Gut, wir können einfach den Schlüsselwechsel mitspringen. Scheiße, mal, das wird doch nie was. Ach, es ist sogar Schraubenzieher, Idiot. Ja, nimm mit. Ja, sonst nichts zu tun. Ja, schmeiß falsch rum runter. So. Die Schraube musst du erst mal wiederfinden, ey, bei den Gedöns hier. Oh, wie weit soll ich denn noch ran? Also Schlüssel 5. Mit Schlüssel 5 haben wir angefangen, okay. 6 auch nicht. 7. Wo ist sie da? 7 auch nicht. 8.
Ach, hier können wir auch noch irgendwas festziehen. Sehr gut. Was auch immer das bringt. Die wollte ich ja mal. Ne, ist auch nicht 8. Warte, versuchen wir mal 3. Ey. Auch nicht. 4. Auch nicht. 2. Wo ist sie denn da? Auch nicht. 1 wird es kaum sein. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Das ist doch 1, ey. Ey, ganz ehrlich, wir brauchen Mechaniker. Die Leitung hier, womit wir die festgeschraubt haben, die hat da auch noch eine Schraube, ne? Und was war das? Irgendwie. Auf jeden Fall ein ziemlich großer, ne? Der hier? Nee. Ja, der. Der ist fest. Ach man. Ja, da kommen wir nicht ran. Das ist immer nur die Schraube, aber die ist fest. Ach, hammerhart, ey. Ja gut, dann ist jetzt vielleicht die Handbremse auch eingebaut. Vielleicht. Haben wir ja viel geschafft in dieser Folge, ey. So. Das Schaltgestänge. Könnte man ja vielleicht von hier oben einfach da durchstecken. Und dann kommt ja eigentlich nur das hier raus. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich nicht. Das muss ja ans Getriebe. Kriegt man von hier oben auch nicht hin. Alter, wie krank schwer das ist, so eine scheiß Karre zusammen zu dübeln, ne? Oh, warte. Achso, die gehen da. Was genau falsch rum? Diese beiden Schrauben ja auf jeden Fall. Und hier eine. Und das ist schon fest. Und innen drin sieht man gar nichts, weil da der andere durchkommt. Okay. Fangen wir mit 2 an. Wird mich wundern, wenn es stimmt, aber. Ey, du musst den Scheiß erstmal immer wieder finden. Ey. Das ist ja schon das schwerste ever. Ey. Am Getriebe doch. Da. Wie krank schwer es ist, so ein Auto zusammen zu basteln. Also ganz ehrlich, ich werde das niemals hinkriegen. Niemals. Ohne eure Hilfe definitiv nicht. Ihr müsst mir immer schreiben, ey, mach mal das, ey, mach mal das. Du musst ja holen, wieso machst du das nicht? Aber ich kann das verstehen, Alter. Das ist mir zu hoch. Aber was man das denken muss, ey. Naja, wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr mir vielleicht in die Kommentare schreibt, was ihr lieber sehen möchtet. Lieber weiter Autoschrauben? Das macht ihr so gut. Ich meine, Spaß bringt es ja auf jeden Fall. Wenn die Karre nicht dauernd hier rein. Fällt, ey. Oder sollen wir lieber Holz wegbringen, damit wir Kröten haben und uns die Teile holen, die wir bestellt hatten. Das wäre die zweite Möglichkeit. Lass ja was so abstimmen für das, was wo die meisten Stimmen sind. Das mache ich dann in der nächsten Folge mal einfach. Hey komm, das musst du jetzt langsam mal, wenn man jetzt schon fast jeden Schlüssel ausprobiert. Leck mich, der größte wird es 100 Pro nicht sein. Haben wir 1 und 2 schon ausprobiert? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, ey. Komm. Nö. Müssen wir also nochmal durchgehen. Gab es einen Schlüssel, der wurde. Ah, ne. Gut. Glück gehabt. Tatsächlich der kleinste. Was das? Hier nix, hier nix. Da, nee. Das ist fest. Aber mal gucken. Oh Mann, du. Ja, es tut mir leid, dass hier halt nicht viel passiert ist in dieser Folge. Aber ey, das ist echt schwer. Nächstes Mal ziehen wir die Karre dann erstmal wieder raus oder was weiß ich. Und bauen den Schaltknüppel mal ein. Hier können wir sogar schalten. Auch wenn die Karre niemals anspringen wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Ich bin raus. Ciao.